Hallo, ich bin Rolf von Mobile Geeks und wir sind bei Acer im Showroom. Und was wir hier haben, ist ein Acer Android All-in-One sozusagen Display. Das Ding lässt sich einerseits an den PC anschließen, man kann dann also über Windows 8 zum Beispiel mit diesem Touch-Display ganz normal die Gesten und so weiter ausführen. Der einzige Haken dabei ist, dass unter Windows 8 das Ganze ein bisschen umständlich wird, weil das hier sozusagen Infrarot-Touch ist. Man kann also nicht ohne Probleme hier von der Seite großartig reinwischen, wahrscheinlich, sage ich jetzt mal. Dementsprechend ist es sicherlich zu empfehlen, das Ding eher als Gerät im Wohnzimmer oder in der Küche jetzt zum Beispiel, um nach Rezepten zu suchen oder in der Lounge oder als, einfach nur als zweites Display für Twitter und ähnliche Sachen zu benutzen. Die Apps sollten auf jeden Fall funktionieren. Das Gerät hat 21,5 Zoll Display-Diagonale und eine Full-HD-Auflösung, also 1920 x 1080 Pixel. Was wir noch wissen ist, da ist 1 GB RAM ist drin. Wir haben ein bisschen Speicher, ich glaube das sind 4 oder 8 GB. Und einen 1 GHz schnellen Dual-Core ARM Cortex-A9 von Texas Instruments. Das ist der 4428, also die Version ohne den ganzen Mobilfunkkram. Hier oben sitzt noch eine 1,2 Megapixel Webcam, aber die funktioniert unter Windows 8 dann leider nicht, weil diese haben sie nicht durchgeleitet sozusagen. Man müsste sie im Prinzip per USB anschließen und das hat Acer hier nicht realisiert. Das Gerät ist im Grunde dasselbe wie dieser ViewSonic Android All-in-One Touchscreen, den es in Taiwan auf jeden Fall gibt, den Sascha und Nicole auf jeden Fall besitzen. Das Ding ist, die ViewSonic-Version ist ein bisschen billiger, weil Acer ein IPS-Panel verbaut und ViewSonic eben nur ein ganz normales TN-Panel. Wir gucken mal ganz kurz rum. Wir haben hier unten eine Lautsprecherleiste, da ist der Ein- und Ausschalter. Wie man sieht hier am Rand, da sitzen die tollen LEDs für den Infrarot-Touch, deswegen auch nur Zwei-Finger-Touch. Das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Die Performance reicht auf jeden Fall auch aus, aber es ist eben nichts mit drei Fingern oder mehr. Wir gehen mal kurz wieder raus auf den Homescreen. So sieht das Ganze dann aus. Ganz normale Android-Oberfläche, aber hier unten gibt es noch ein Zusatzmenü zum Aufrufen des Onscreen-Menüs. Gehen wir weiter rum. Da haben wir auf der Seite zwei ganz normale USB 2.0 Ports. Nichts weiter Großartiges. Und auf der Rückseite haben wir dann hier unten einerseits einen Micro-HDMI-Anschluss und einen Micro-SD-Karten-Slot. Und wenn wir das Ding weiter drehen, sehen wir da drüben noch einen ganz normalen Ethernet-Port. Man kann das Ding also auch ins Netzwerk hängen und den Stromanschluss. Es müsste auch WLAN an Bord sein, aber das kann ich euch jetzt nicht ganz versprechen. Und dann haben wir noch auf der linken Seite nichts weiter als einen Kopfhöreranschluss und einen Micro-USB-Anschluss. Ja, das ist der Acer D220 HQL. Kommt in Deutschland für 399 Euro, war die Ansage. Und sollte demnächst verfügbar sein. Bis dann.